Hey guys, Regina hier. Heute gibt es einmal ein Umstyling von mir. Und zwar habe ich ganz spontan beschlossen, meine Haare von Arabella her zu schneiden. Und ich muss hinzufügen, ich bin kein Profi und hier und da war ich mehr als komplett lost. Aber irgendwie habe ich es dann doch hinbekommen. Auf jeden Fall hier einmal der ganze Prozess von A bis Z. Ich kann nichts versprechen. Ich bin eigentlich auch immer vorsichtig, was so kurze Haare angeht, because I think it doesn't look cute on me. Was Schneiden angeht, ich weiß nicht, da kann man eigentlich nicht so viel falsch machen, außer man möchte irgendwas Außergewöhnliches, Stufenschnittmäßiges oder so. Aber sonst bin ich da eigentlich relativ selbstbewusst mit noch. So, das erste, was ich jetzt mache, ist die Haare nass machen. Weil ich habe das Gefühl, die stehen halt überall ab. Hier drin ist Wasser, vielleicht noch ein bisschen Conditioner. Das benutze ich für meine eigenen Haare so. Und ich benutze das jetzt einfach mal hier drauf, damit ich besser schneiden kann, besser mit denen arbeiten kann. Ich weiß gerade nicht, ob ich die Haare schon rankleben soll oder ob ich erstmal ein bisschen schneiden soll und dann später rankleben soll. I really don't know. An sich ist diese Länge okay. Ich habe irgendwie Angst, dass wenn ich zu kurz schneide, es mir dann auch nicht steht. Weil ich habe ein dummes Gesicht und ich will es auch nicht so nochmal richtig hervorheben, wenn ich ehrlich bin. Aber we'll see. Bei ihr waren die hier. Wow, das ist ja nochmal ein Riesenstück. Ich glaube, ich mache es nicht so kurz. Ich mache so hier. So ein Stück müsste ich dann auf jeden Fall nochmal runterschneiden. Das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. Und ich habe zwar eine Schere hier, jetzt auch keine richtige Friseurschere. Because as I said, ich bin ein Amateur, was sowas angeht. Ich habe das Gefühl, mit diesem bin ich morgen noch hier. Oh mein Gott, ich glaube, das ist zu kurz. Das sieht zu kurz aus. Man nimmt die Haare von hinten nach vorne und denkt sich, oh, die sehen voll lang aus, aber wenn man die nach hinten packt, ist es nicht so lang. Das heißt, hier muss ich ungefähr so ein Teil abschneiden. Das ist hinten noch viel zu lang, sehe ich gerade. Da muss noch ein Stückchen runter. Das ist meine schlechte Seite, also von hier weiß ich nicht. Ich glaube, ich benutze vorne nochmal dieses Teil hier. Das kriegt man übrigens bei BootMeDM überall eigentlich. Oh mein Gott, ich schwitze. Okay. Auf dieser Seite klappt es mit diesem Teil auf einmal doch ganz gut. Eben war das so komisch. So weit, so gut hinten muss ich bestimmt gleich nochmal schauen, die Wig abnehmen. Hinten könnt ihr ja sehen, da ist noch auf jeden Fall sehr, sehr viel. Das mache ich jetzt nochmal, indem ich die Wig abnehme. Okay, jetzt muss ich einmal schauen. Wobei ich finde das eigentlich auch schön, wenn das so V-formförmig ist. Oder? Nein, Quatsch. Das rede ich da, das wird nicht schön aussehen. Oh mein Gott. Das ist immer noch zu viel zu lang. Ich glaube, dieser ganze Teil muss, glaube ich, weg. Okay, es könnte sogar noch ein Stückchen kürzer sein. Wenn er echt gerade. Ich glaube, ich schneide noch einmal so. Oh, ich schätze. Ja. Ist schwierig ohne Kopf. Ich bin halt echt keine Frisuren. Ich hoffe echt, das wäre es mit dem Schneiden, weil ich habe immer noch richtig Schiss, dass ich das verkacke. Oder soll ich es noch kürzer schneiden? Doch, ich schneide es noch kürzer. Diesen Teil hier.
Ich glaube, jetzt sollte ich echt aufhören und dann später, wenn ich glätte, kann ich das nochmal besser einschätzen. Da wisst ihr, was jetzt drankommt? Der Pony. Hier ist immer die Frage, wie viele Haare man nach vorne nimmt, ne? Weil Tiara hat nicht so viele Haare genommen. Sie hat nur so ein paar Strähnchen. Und die andere hat viel mehr Haare vorne. Aber nicht so, dass es voll ist, sondern man kann auf jeden Fall noch durchsehen. Versteht ihr, was ich meine? Ich fange so hier an. Erstmal mache ich so ein Bettzeug. Also was ich jetzt gemacht habe, ist, ich habe so ein Dreieck vorne. So ein leichtes Dreieck. Und hier auch. Irgendwie einigermaßen parallel zueinander steht. Bei Tiara habe ich gesehen, dass sie an den Seiten noch lang waren. Das heißt, ich nehme an den Seiten, lasse ich das hier sogar noch da. Also ich lasse jeweils nochmal so eine Strähne an den Seiten, damit das nicht so kurz wird. Okay, ich glaube, ich schneide den erstmal so bis hier. Okay, das ist übertrieben, bis hier. Ich schneide den mit einer Schere und danach mache ich mit diesen. Nee, warte, wir haben diese Mädchenhaare so gedreht. Oh mein Gott. Genau, die haben ihn gedreht. Und das sah dann richtig schlimm aus. Haben die so gemacht? Ja, so. Okay. Let's see. Okay, das ist jetzt nicht schlimm, was passiert. Ich war ein bisschen overdramatic. Ich muss jetzt noch einmal warten, bis die Haare getrocknet sind, weil ich die gleich noch glätten werde und dann kann ich auch noch mal besser sehen, ob irgendwo irgendwas nicht richtig sitzt. Föhnen kann ich jetzt nicht, weil mein Kleiner schläft und deswegen warten wir jetzt einmal ganz kurz, bis die Haare in der frischen Luft getrocknet sind. Dora, unsere Dora. So, die Haare sind jetzt getrocknet. Ich packe gerade Heat Protector rein. Und was ich auch noch sagen wollte, ist, die sind getrocknet und die sehen ein bisschen kürzer aus, aber wenn man die glättet, werden die gleich wieder auf Originallänge zurückgehen. Ich habe die Haare jetzt übrigens immer noch nicht geklebt und ich glaube auch nicht, dass das ehrlich gesagt nötig ist, weil sie sehr fest sitzt, also wenn ich die Kamera mache. Und ich glaube, das ist eine richtig gute Frisur, gerade für den Sommer, weil da will man immer schnell raus. Also ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber ich bin mal schnell raus und dann noch mit Wigs kleben und so. Das dauert immer richtig lange. Und das ist nicht so windig. Hier hinten ist so ein Buckel, der regt mich voll auf. So, das kriegen wir auch rein. So Leute, ich glaube, ich bin soweit dann. Schreibt mir mal in die Kommentare, was ihr von dieser Frisur hält. Findet ihr, dass ich es gut hinbekommen habe oder eher nicht? Was hättet ihr anders gemacht? Ich persönlich bin auf jeden Fall sehr zufrieden mit meiner Arbeit. Es hätte auch sehr, sehr schief gehen können. Schreibt mir in die Kommentare, was ihr denkt. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal.